Na? Okay, das war schlecht. Hi, wir kriegen direkt einen Brief. Okay, Moment. Los geht's. Hier ist ein Brief von Prinzessin Peach. Ja, okay, gut. Ich glaube, das ist so, wenn man das Spiel immer wieder neu einschaltet, dann kriegt man automatisch immer einen Brief, wo 5 One-Up-Pilze drin sind. Ich nehme sie einfach mal an. Weil, das ist ja so, wenn man das Spiel ausschaltet und wieder anmacht, sind die Leben ja sowieso alle gelöscht. Aber man kriegt immer, ja, weil Prinzessin Peach halt so nett ist, immer direkt 5 dazu geliefert. Ja, und wie wir wissen, haben wir das letzte Mal die Küche freigespielt. Ich habe auch ganz schön Hunger, also gehen wir mal dahin. Gut, die Küche, die befindet sich nämlich da oben. Und da kommen wir so hin. Moment, ich glaube, hier gab es noch ein Geheimnis, oder? Gab es nicht Verstecktes? Oh, ja, das gab es. Ah, scheiße. Ich will nicht den Weg zurückgehen. Ich will eigentlich abkürzen. Nein, okay. Ich darf nicht abkürzen. Scheiße. Na gut, gehe ich halt zurück. Hier ist die Küche. Ja, gut. Hier sind auch hier Gabeln und Messer und Flaschen. Alles, wie es halt in so einer Küche anscheinend aussieht. Und jetzt gehen wir da rein. Und... Wow, es gibt... Es ist tatsächlich eine Küche, also nicht wie im Badezimmer, einfach nur ein paar Kacheln und Gutes. Gut, eine Galaxie haben wir. Und zwar Glasstrand-Galaxie. Ein Wasserlevel. Weil Strand ist natürlich immer gut, wie wir alle wissen. Was glitzert am Meeresboden? Ja, das wollen wir jetzt rausfinden. Also, jetzt die coole Vorschau. So sieht die Welt aus. Ist das nicht schön? Und da unten sind einzelne Sterndinger. Nicht Sterndinger. Sterndinger nenne ich immer schon die Sternteile, die man hier sammeln kann. Ich muss denen einen anderen Namen geben. Für mich sind alles die gleichen Sterne. Egal, hier haben wir die Pinguine wieder. Die haben wir ja schon mal gesehen. Ey, das ist Paradies der Pinguine, der Glasstrand. Cool. Gut, ich habe jetzt keinen Bock, mich mit jedem Einzelnen zu unterhalten, um ehrlich zu sein. Vielleicht können wir mit dem Dicken mal reden, der ist ja der Chef. Na... Mein Sohn, naja, die Schüler sind abgelenkt von den glitzernden Sternen im Meer. Oder Sternstücke. So können sie die Abschlussprüfung nicht ablegen. Na gut. Also, ich bin ja ein guter Mario und begebe mich auf die Suche nach denen. Also, ob ich das nicht nur für meinen eigenen Zweck mache, aber was soll's. Gut, wir müssen hier suchen. 5 Stück müssen es hier, glaube ich, sein, oder? Also, hier haben wir schon mal den ersten. Wir können auch uns die ganze Zeit so durch den Boden so herziehen, dass... Geht schneller, oder? Würde ich sagen, ja doch, das geht eigentlich schon schneller. Man schwimmt so ein bisschen unkontrolliert, aber Geschwindigkeit ist ja alles, was zählt. Vielleicht ist in der Muschel ja einer drin. Ja, tatsächlich. Geh runter da und schnell weg, bevor er zuschnappt. Okay, da unten sind auch Luftblasen, falls man keinen Bock hat, wieder hochzugehen. Aber wie man ja sieht, habe ich momentan gar keine Probleme. Oh, da ist ein Aal, oder? Ist mich bitte nicht. Gut, einen brauche ich noch. Ich will, warte mal, was mache ich denn hier? Scheiße. Kann ich jetzt durchbohren? Weil das ist so ein Ding in der Mitte. Ich glaube aber nicht. Gut, ich scheiß mal drauf und gehe woanders hin. Also, wo könnte das 5. Ding versteckt sein? Ich meine, es muss ja irgendwo sein, wo nicht die anderen schon waren. In der Gegend, vermute ich mal. Vielleicht in dieser Kiste da. Ja! Krass. Einfach immer das Erste, was ich vermute, ist es dann auch. Okay, dann habe ich's. Gut. Oh, direkt vor mir. Das ist sehr gut. Da muss ich nirgendwo hingehen. Und bäm, ich werde rausgeschossen ganz woanders hin. Ah, also den Stern haben wir noch nicht. Wir müssen noch mehr dafür tun. Da unten schon wieder so ein Hase. Was willst du eigentlich von mir? Ja, was? Red doch. Wenn du etwas an einen hohen Ort schnappen willst, für einen Dreher noch einen Sprung aus. Gut. Also, so meint er das. Oh, cool, die Unterwassermusik. Nein, au. Ich muss mich beeilen, das. Da hat man nicht unendlich lange Zeit für. Ah, wunderschön war das. Und dafür gibt es dieses Leben. Wie hängt es da oben? Oder wie ist das jetzt? Krass. Jetzt muss ich es mir auch noch holen gehen. Das ist ja ganz schön frech. Das kommt gar nicht mal auf mich zu. Gib mir erstmal das. So, das wäre schon mal der erste Schritt. Und dann mache ich irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ich glaube, auf das Leben kann ich aber auch ein bisschen scheißen. Ich meine... Ich drücke lieber diesen coolen Knopf hier. Ah, wo sich kurzzeitig eine Brücke auftut. Aber ich glaube, die Brücke
Moment, da kann man doch locker drauf scheißen, oder? Nein, mach den... Boah, wo bin ich? Bin ich tot? Ich bin... Oh mein Gott, alles vom... Alles von vorne, oder? Scheiße. Nee, ich darf hier anfangen. Oh, okay, okay. Immerhin. Ey, das war jetzt gerade voll scheiße. Gut, ich überspringe mal jetzt den ganzen Teil. Ich weiß, dass man da so hoch kann. Ich weiß nur nicht, wie ich ja gerade runtergefallen bin. Irgendwie, seit ich irgendwie diesen Part angefangen habe, ist die Steuerung sowieso voll komisch. Irgendwie macht der gerade... Mach mal einen Wandsprung, bitte. Warte. Hä, macht echt gar keine Wandsprünge. Was soll denn das? Komisch. Komisch. Ihr wisst doch, Mark kann Wandsprünge, aber jetzt hat er sie verlernt. Naja, gut, gehen wir halt den... Ich weiß, dass man so da hoch kann. Es muss klappen, aber... Ich schaffe es natürlich wieder nicht. Ich muss den Weg der Loser da hochgehen. Oh, toll, die Brücke verschwindet auch noch, ja. Ah, fuck. Okay, ich muss sagen, ich stelle mich gerade sehr doof an. Warte mal, andere Idee. Ich mache den Dreiersprung. Da, seht ihr, es geht ohne Probleme eigentlich. Gut, dann drücke ich den hier und was passiert dann? Dann öffnet sich sowas. Okay, das brauche ich vielleicht sogar. Um hier Wandsprünge zu machen. Und da oben wartet der Stein. Das Traurige ist, es war so einfacher. Ich habe mich jetzt hier so lange mit irgendwelchen doofen Sachen aufgehalten. Aber was soll's. Hauptsache, das Ding ist irgendwann doch mal meins. Gut, wie vielte Stern ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Jetzt waren wir jetzt bei 19 oder so. Bitte sag es mir. Ich glaube, das wird dir jetzt gezeigt, oder? Da, 18, 19. Gut. Eine neue Galaxie wurde entdeckt. Die kann ich ja... Rosalinas Bibliothek wurde geöffnet. Du kannst jetzt das Bilderbuch lesen. Gut, damit will ich mich ehrlich gesagt nicht beschäftigen momentan. Und ein Gourmet-Lume. Also, es ist ein Raum und er erzählt dir immer irgendeinen Teil einer Geschichte. Und dann wird das immer nach dem Spiel mal ein bisschen mehr. Ich würde sagen, vielleicht kann ich das ganz am Spielende machen. Da macht das vielleicht sogar Sinn, weil es dann eine ganze Geschichte sogar ergibt. Gut, auf jeden Fall ist der Typ jetzt hier. Wie viel willst du? 600. Ich habe keine 600. Ich kann dem ja auch alles geben, was ich habe. Ja, jetzt ist er ganz schön fett geworden. Aber er braucht noch mehr. Das heißt, vielleicht nur ein, zwei Levels und dann haben wir das zusammen. Zum Beispiel haben wir jetzt eine neue Galaxie hier. Eine Testblase. Okay, das ist nochmal so ein... Nee, Testblase? Wie war Testblase nochmal? Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Also das war auch nochmal so ein Geschicklichkeitsspiel auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht mehr genau. Ich glaube, man musste da halt das Ding als Cursor benutzen oder sowas. Ja, so sieht es mir eigentlich aus. Also, dieses komische Schleimzeug ist giftig, weil das sind Totenköpfe. Und die sagen, also Schilder, und die sagen, giftig. Geht da nicht rein. Sowas sagen sie. Okay, vielleicht kann mir der Todd, ja, der Rote, der ist doch der Anführer, der muss doch voll Bescheid wissen. Ey, der Wind weht stark. Wenn man sich von ihm tragen lässt, das ist bestimmt ein tolles Gefühl. Das war jetzt nicht sehr informativ. Aber wir gucken mal, was wir machen können. Weil man kann ja da hinten noch hin. Ach hier, da ist die Blase. Gut. Schild. Wenn du die große Blase reiten willst, hör besser zu, was Schildburger dir zu sagen hat. Also wenn der Blase bist, drücke A. Damit bläst du Luft aus dem Sternzeiger. Gut. Okay, 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 okay. Ich habe verstanden. Also wir gehen rein und jetzt das Ding halt, ich muss das halt hier lang pusten, mir den Weg. Ist noch ein fieses Geschicklichkeitsspiel, wie die anderen Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben. Gut, und natürlich der Wind hier, der bläst uns in alle möglichen Richtungen. Will ich hier sein? Ich weiß nicht, ob ich hier hingehöre. Doch, ich habe es anders überlegt, ich will da rein. Sieht eigentlich ganz cool aus hier. Gut. Oh, oh, warte, die darf ich natürlich nicht berühren. Oh mein Gott, das war ganz schön knapp. Kann ich über die Felsen nicht, ne? Gut. Also, Nummer 2. Schnell durch. So weit, so gut. Das sieht ja ganz... Achso, für eine Münzspur ist ja toll. Na toll, den ganzen Weg bin ich eigentlich schon gegangen, um ehrlich zu sein. Ich gehe jetzt hier lang. Für noch eine Münzspur. Yeah, geil.
Wobei Münzen eigentlich voll egal in diesem Spiel sind, leider. Bei Mario Galaxy 2, da werden sie mehr relevant. Also relevant habe ich das nicht schon mal gesagt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bei Mario Galaxy 2, da ist es wichtig, Münzen zu sammeln auch. Ey, geh nicht weg. Scheiße, ich brauche den doch. Warte, ich versuche hier drin zu bleiben irgendwie. Irgendwann kommt der schon auf mich zu. Da, da ist er. Und gut, ich bin ja fast da. Also, ja, ich weiß, was ich hier machen muss. Ich habe es die ganze Zeit schon gemacht. Oh, warte, da ist noch so ein Stachel. Also aufpassen. Gut, ich hoffe, das bringt mir einen Checkpoint ein. Also, ich hätte jetzt keinen Bock, wenn ich hier sterbe, nochmal alles von vorne zu machen. Aber ich glaube, so sozial ist das Spiel. Ey, ich habe etwas vergessen zu sagen. Wenn du der großen Blase bis und zu Boden fallen möchtest, drücke einfach Z, um runterzufallen. Lass dich nicht von Hindernissen aus der Bahn werfen, sonst platzt die große Blase. Also sei vorsichtig. Alles klar. Gut, mit Z. Ich habe das jetzt mit einfach schütteln gemacht. Ich glaube, damit geht's auch. Gut, also das Wichtige ist, niemals zu schnell zu handeln. Sonst passieren Unfälle und man stirbt einfach nur unnötig. Jetzt will ich... Boah, das erinnert an so eine Drehtür eigentlich. Wow, da gibt's was zu sammeln. Krass. So, schnell hier rein. Wow, wow, okay, das war knapp. Und noch mehr Geld. Zumindest zeigt mir die Geldspur ja, wo ich eigentlich lang muss, mehr oder weniger. Gut. Nö, nicht hier lang, sondern da hoch. Mir fällt gerade auf, Sterne muss ich jetzt nicht mehr sammeln, oder? Also, Sternstücke. Warte, also hier zum Beispiel... Ne, schütteln klappt gar nicht. Das habe ich nur wegen dem Stern. Okay, also Z und ich bin frei. Da muss ich das Tor öffnen. Und schnell wieder rein. Das ist ja nur zeitweise, wie man ja hört. Okay, seht ihr? Alles ist super. Das geht von alleine auch irgendwie auf. Gut, hätte mich sonst gerade gewundert. Ja, wo will ich denn lang? Ach, das Leben zu holen riskiere ich jetzt mal nicht. Muss ja jetzt nicht sein. Ich weiß jetzt auch nicht so wirklich, was der richtige Weg ist. Oh, ouch, scheiße. Egal, ich bin ja da. Da, Gepärstück. Gut, das war ganz okay, würde ich sagen. Ich würde sagen, von all diesen Geschicklichkeitsgames immer noch das für mich einfachste.